Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich Skillpunkte resetten kann. Und zwar geht das in der Kathedrale des Abgrunds. Okay, und sind wir mal ehrlich, da wäre ich nie im Leben nochmal hingegangen. Der Gestalt, ja. Ich kann die Invade-Geister auch rufen, wenn ich keine Glut an habe. Ah, na, sieh mal an, wer ist denn da wieder gespawnt? So. Gib her. Jetzt droppt der echt nur noch Funkeltitanit. Wobei, ich glaube, so viele verschiedene Sachen gibt es gar nicht mehr. Wir haben das reguläre Titanit mit Brocken, Scherben und Schuppen und dem ganzen Scheiß. Wahrscheinlich wieder eine Scholle oder so. Und das war's. Und dann haben wir halt noch. Ich glaube, Funkeltitanit war das einzige Besondere bisher, oder? Dämonentitanit hatten wir keins. Wir hatten keine grünen, blauen oder sonstigen Scherben. So, wenn ich die Finsterhand verbessere, kriege ich dann ein bisschen mehr Damage Reduction auf dem Schild. Aber beim Graswappenschild ja nicht so. Kann ich die überhaupt verbessern? Ah, tis good, wasn't he? Sieht die als Schild? Nee. Okay, den kann ich verbessern. Wobei ich dann nicht weiß, ob sich mein Spell Damage erhöht oder nur mein Schlagschaden. Andererseits. Das zeigt von denen jetzt nicht zu verbessern. Machen wir einfach. So. Pretty, be careful. Okay, haben wir das. Dann level ich nochmal kurz auf, damit wir keine Seelen verlieren. Weil der Weg dahin ist, wenn man den noch nicht gemacht hat, ein bisschen doof. Nee, ich skill mal in Mana. Wow, das war. Ich hatte genug für einen Levelpunkt. Aber hey, ich habe jetzt 6 Mana mehr. So. Reisen. Ich will hierhin, glaube ich, genau. Und ja, mal gucken, ob ich den Weg jetzt hinkriege. Ich werde nicht so durchrennen wie der Typ in dem Video. So, da ist der Hebel. So, und aufwärts bitte. Weg mit dir. Oh, ich mache ein bisschen mehr Schaden, als seit ich das letzte Mal hier war. So, und zwar hier rum. Da geht's hoch. Und deswegen meine ich, das hätte ich nie im Leben nochmal rausgekriegt. Weil ich hier nicht nochmal hergekommen wäre. Das war kein Backstab aus Gründen, schätze ich mal. So. Was ist das jetzt schon wieder? Okay. So schießt man sich die Sauberslots hoch, wie es aussieht. Also hier rum. Hier schon wieder einen Bogenschützen. Euch habe ich nicht vergessen, Freunde. Eigentlich eben noch ein anderer? Ihn bitte anvisieren, danke. Ach ja, die kann man ja nicht staggern. Da war was. Falsche Wand? Nö. Einfach nur ein Bait. Falsche Wand? Nee.
Gut, erkunden wir halt nochmal. Oh, hi. Danke fürs Ankündigen. Sehr sozial. So, hier geht's rein. Ich will erstmal wissen, was da hinten noch alles ist. Also, ich weiß, was da hinten ist, das Loot, den will ich haben. Darum geht's mir. Ja, ich habe mich hier gerade ein bisschen affig angestellt. Holy fuck, das war schlecht. Vor allem, die Typen kann man blocken. Gut, zweiter Versuch. Ja, das war echt schlecht gerade. Ich habe nicht ausweichen gedrückt, du Hugo. Kommt eigentlich irgendwann ein Boden, wenn man da runterfällt, oder ist dann einfach instant tot? Da, ich meine, da unten ist ja nichts. Wieso kann man da nicht einfach festen Boden unter den Aufzug machen? Wieso muss man da so ein Loch hin machen? Ciao. Ich teste mal kurz was. In dem neuen Start macht jetzt mehr Schaden. Das könnte mehr Schaden sein. Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß halt nicht, wie das angezeigt wird, ob man damit dann wirklich auch mit dem Zauber mehr Schaden macht oder. Nur, ich meine, es ergäbe keinen Sinn, wenn nur das hier. Das wollte ich nicht. Na, egal. Jedenfalls, wenn nur der Schlag mehr Schaden machen würde. So, aber der Typ zieht keine Akku, wenn ich nicht direkt zu ihm laufe. Das heißt, ignorieren wir es einfach mal. Dich bringt mich nicht. Ich wurde gestaggert, habe ein Geräusch gehört, als ob ich getroffen worden wäre. Mein Controller hat vibriert, aber ich wurde nicht getroffen. Augenscheinlich. Den habe ich vergessen. Wieso hat der jetzt getriggert? Der knapp mehr als sein Kollege. Okay, hat irgendwie geklappt. So, da will ich dann gleich rein. Ohne Witz, dieses blöde Hängenbleiben. Machst du was? Ah, war knapp zu wenig Schaden. Schade. Oh, komm, als ob. So. Hier hängen noch mehr Leute dran, das weiß ich. Also runtergelaufen. Komm schon, das war's doch nicht, oder? Das war's? Ernsthaft? Okay, falsche Wand? Nein. Oh, hier komme ich auch rein. Hey, komm her, ich will nicht nachher gegen dich kämpfen. Okay. Geht auch. So, da liegt Loot. Hier klettert 100 pro einer hoch gleich. Ich renne mal durch und drehe mich dann um. Das geht schneller, glaube ich. Ah, der... Wow, der hat gebraucht. Aber lässt. Ist eine Armbrust. Der Wechsel war notwendig. Hier, aber lässt. Wir haben noch keine Armbrust gefunden, lol. Fertigkeit rempeln. Stößt Gegner mit der Schulter zurück und verschafft dem Schützen die nötige Distanz. Das ist gar nicht mal dumm.
Gut, nächster Abschnitt. Hier ist keiner drin. Falsche Wand. Nein. Dann hier. Ist keiner drin. Falsche Wand. Nein. Jetzt du. Gleiche Zunge. Na, noch einer. Ich höre da drinnen was. Okay, jetzt heißt es über die Dächer kraxeln. Beziehungsweise unterm Dach kraxeln. So, da will ich hin. So. Einerseits Loot. Andererseits eher nerviger Gegner, den ich auf diesen Dachbalken wie es nicht bekämpfen will. Hallo, anvisieren bitte. Der hat ja die Ruhe weg. Wenn ich will, der hat schon, ne? Gut, das macht's angenehmer. Was hat denn der bewacht? Gesegneter Edelstein. Braucht man für heilige Waffen, schrecklich gesegnete Waffen, also sprich Sachen mit Wille-Skalierung, wenn ich mich noch hier erinnere. Alter, hier will ich echt nicht runterfallen. Ah, da ist noch so einer. So. So. Jetzt habe ich ihn abgehängt. Gut. Der hat eine Armbrust. So, also hier will ich runter. Und dann will ich hier runter. So, sorry, dass ich gerade still war. Ja, der Hebel hat jetzt irgendwas gemacht, vermute ich. War hier eine Tür zu? Liegt da hinten was? Nee, das hätte ich aufgehoben. So, okay, gleich geschafft. Ja, was sind das für Dinger? Was sollen die darstellen? Ich meine, hier ist keine Gefahr oder so, aber... So, ach, komm schon. So, der letzte. Noch fast der vorletzte. Allerdings steht noch einer mit Stab. Duellamulett. Die hat keinen Bock gehabt.
roter Symbolspeckstein. Ah, damit mache ich wahrscheinlich diese Phantomsymbole fürs Beschwören. Also für Finstergeister. So, genau. Hier wollte ich hin. Tja, User Guide sei Dank. Was heißt User Guide? YouTube. So. Dann screenshotte ich das hier kurz. So. Sicher ist sicher. Wobei, Moment. Jetzt ein bisschen runterscrollen. So. Okay. Na dann, Milady. Warte, das ist. Die ist auch so ein. Nee. Gemütlich? Fragezeichen. Ich irgendwie mit der reden? Ah, hier. Rosarias Finger. So. Aussehen verändern kann ich ja auch. Interessant. Der Preis der Wiedergeburt wird in Bleichzungen gezahlt. In diesem Leben kann die Wiedergeburt noch 5-mal erfolgen. Ja. So, Belastbarkeit muss so bleiben, weil das hat gerade so gepasst. Jetzt habe ich vergessen, was für Stats ich für Slothric-Schwert brauchte. Sekunde. Slothric. Night Sword. So, ich brauchte, um das Ding halten zu können, 11 Stärke und 18 Geschicklichkeit. Und ich meine, das waren auch sämtliche nennenswerten Attribute in der Hinsicht. Okay, und da ich ein Ritter bin, habe ich ja eh mindestens 13 Stärke. So. Zauberei muss natürlich auch hochgehen. Kondition. Lass noch mal so. Vitalität. Wenn ich es jetzt so mache, dann könnte ich. Mach mal eine Vitalität noch weniger. Ich meine, das macht nicht viel. Wobei 14. Ja, scheiß drauf. Ah, nicht Geschicklichkeit. Ist ja beinahe schiefgegangen. So, 28 Intelligenz. So. Okay. So, haben wir das. Dann jetzt, wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, genau, hier ging es weiter. So, und dann sind wir jetzt ja nicht ein Mensch, das heißt. Weil das war ein violetter Finstergeist. Spawnt der auch, wenn wir Hollow sind? Weiß ich nicht, wirklich Hollow. Sind wir Hollow? Das weiß ich nicht mal. Okay, wir haben jetzt einen ganzen Batzen mehr Intelligenz. Mal gucken, wie viel Schaden der große Seelenpfeil, der große, schwere Seelenpfeil jetzt macht. Das neue. Ganz vergessen, beim Dark Souls 3 Wiki hat man immer dieses blöde Werbefenster.
So, Dark Souls 3 Wiki ist zu. Jetzt labert mir bitte mehr keiner mehr ins Spiel rein. Kommt von denen schon doch irgendeiner auf. Ich meine, dieser Loot liegt so verlockend in der Mitte. Na komm, irgendwas jumpt jetzt gleich raus und killt mich. Ich meine, die Riesen sehen alle ziemlich offensichtlich tot aus, aber... Das war die Falle an der Sache, okay. Dachte mir doch, dass noch irgendwas faul so offen wie das ist. Ich könnte doch mal hier lang gehen, was da kommt. Na komm. So, Vergleich. Ja, das ist sichtlich mehr Schaden als vorher. Was zum Fick ist da über mir? Ich weiß nicht, wie viel die initial aushalten sollten, verglichen mit den sonstigen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt mehr oder weniger Schaden mache. Also klar, weniger Schaden mache ich auf keinen Fall. Das ist faktisch nicht möglich. Ich habe meinen Hauptscaling-Wert hochgezogen. Also es kann halt sein, dass ich nicht so viel mehr Schaden mache, als ich mir erhofft habe. Alter, was habe ich da über mir? Finsterplattenring, was ist das jetzt wieder? Erhöht die Dunkelschadensminderung. Ich habe jetzt halt natürlich auch ein Stück weniger HP als vorher. So, also ich habe im Endeffekt jetzt drei Werte, die ich hoch... Ich habe eigentlich in Ordnung Ausdauer, ich habe exakt genug Belastbarkeit. Alter, die haben eine Agro-Range. Die Distanz macht der Bogen hat auch nicht viel Schaden. So, erster weg. Diese Fetten halten mehr aus, ne? Muss ich dann einfach sagen, dass sie weiter weg sind. Muss vielleicht ein. Das waren 95 von dem Headshot und der kriegt 75, okay. Das hat nur die Distanz. Weil vielleicht hält er zwar nicht mehr aus, aber einfach mehr HP. Kann natürlich auch sein. Und entscheidende Frage jetzt, kommt der Finstergeist auch, wenn ich... ...nicht die Hüte dann hab. Wie gesagt, allein die... Hat der keine Headshot-Zone? Doch. Er hat einfach nur ein bisschen viel Hals. So. Jetzt du. Das war nicht so clever. Oh, lol. Lass ich endlich treffen. Danke. Nervensäge. So, hier ist eine Gittertür, die wahrscheinlich One-Way ist. Also die campen da halt wirklich und warten, dass ich unten den Loot aufsammle. Was für Wichser. Das ist die Frage. War ich schon auf der anderen Seite oder ist das in... Okay.
Ich habe eigentlich auf Ausweichen gedrückt, aber okay. War ihm heute nicht zum ersten Mal egal. Alter, was für eine Aggro-Range haben die denn? Holy fuck. Auf die Distanz kann ich überhaupt nicht anvisieren mit Zaubern. Machen wir es im nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao.